Hast du es auch absolut satt, andauernd passiert zu werden? Egal was du tust, du kriegst deine Guard einfach nicht ans Laufen. Und schlimmer noch, du hast einfach viel mehr Bock zu ringen. Du möchtest nicht am Rücken liegen und die ganze Zeit immer und immer wieder passiert werden und dann submitted werden? Dann ist heute ein guter Tag, denn wir machen dich heute mit WrestleUps vertraut. Bei WrestleUps kannst du darauf verzichten, Guard zu spielen, zu sweepen und Submissions von unten zu jagen. Du stehst einfach nur auf und schmeißt deinen Gegner um, um selber wieder oben und am Zug zu sein. Leute, wenn wir uns die Situation anschauen, dass ich sitze oder ich liege und mein Partner steht vor mir, dann bin ich nicht gezwungen, Guard zu spielen. Das ist so ein bisschen irgendwie die Narrative, die wir so im BJJ haben, so, oh ja, ich bin auf dem Rücken, jetzt muss ich zwangsweise hier anfangen, Guard zu spielen und von unten angreifen und der Gegner versucht zu passen. Aber das ist nicht unbedingt wahr. Wenn ich gerne ringe und ich bin gut darin, dann kann ich auch von hier einfach stumpf anfangen zu ringen. Das ist nicht nur sehr valide, sondern auch teilweise die bessere Möglichkeit, weil viele Leute von oben gar nicht damit rechnen, weil wir einfach so ein bisschen in diesem System gefangen sind, ah, okay, die untere Person spielt Guard, die obere Person passt. Das heißt, eine Möglichkeit ist, dass ich von hier einfach anfange mit einem Tactical Stand-Up, ich bringe meine Hacke zum Hintern und fange hier einfach an hochzukommen und fange an zu ringen. Vor allem, wenn die obere Person nicht so viel Druck macht. Wir sind also hier in der Situation, Jonas ist noch ein bisschen am Zögern, er kommt nicht sofort daran, hier Druck auf mich zu machen und gibt mir ein bisschen Freiraum. Und das ist alles am Freiraum, was ich brauche, um schnell hochzukommen. Und auf einmal bin ich wieder auf den Beinen, bin am Ring und kann meine Takedowns angreifen. Als nächstes schauen wir uns die Situation an, dass Jonas gar nicht zögerlich ist, sondern er macht Druck. Jonas ist hier schon tief in einem Knee-Slide-Pass drin, und er macht Druck auf mich. Und jetzt sind wir am Überlegen, ey, wie soll ich denn von hier ringen können? Er macht so viel Druck auf mich, ich komme gar nicht voran, ich komme nicht hoch. Jetzt muss ich Guard spielen, richtig? Das mit dem Ringen funktioniert gar nicht mehr. Falsch. Auch von hier können wir super gut ringen. Was ich von hier mache, ist, ich nutze mein Knie, um Jonas einen kleinen Arschtritt zu geben. Dadurch katapultiere ich ihn nach vorne, kriege sein Gewicht kurzzeitig von mir runter und kann dann wieder anfangen zu ringen. Wir zeigen auf einmal aus dieser Perspektive, Jonas ist hier vorne, macht Druck, ich gebe ihm hier einen Tritt und fange hier an zu ringen und bin direkt wieder oben. Gleiche Position aus der anderen Seite. Ich bin wieder unten gelandet, Jonas ist auf mir drauf, macht viel Druck. Von hier nach vorne hochkommen, um zu ringen, das funktioniert nicht. Aber wieder mit unserem Arschtrick. Ich bringe hier mein Knie an seinen Hintern, gebe ihm Schubser nach vorne und schaut. Direkt nach dem Schubser greife ich mir das Bein und komme hier auf die Knie. Und ich bin oben im Ring. Vielleicht kann ich ihn direkt von hier umschmeißen. Vielleicht kommt er auch wieder mit hoch in den Stand. Aber wir sind auf jeden Fall hier wieder jetzt in einer sehr ringerischen Situation und haben das Guard-Spiel einfach komplett umgangen. Als nächstes sind wir hier in der X-Guard. Die X-Guard ist tendenziell eher eine Situation, aus der ich Leg Entanglements angreife, eher so ein Deep Dive ins Guard-Play. Aber auch von hier habe ich wahnsinnig coole Möglichkeiten für Wrestle-Ups. Schaut her, ich nutze hier meine X-Guard, um Jonas weit wegzustellen und komme jetzt hier in die Kniekehle rein. Wenn ich jetzt hier hochkomme, seht ihr schon, wo die Reise hingeht. Ich habe hier immer noch das Bein unter Kontrolle und mit einem kleinen Tactical Stand-Up bin ich direkt wieder hier dabei zu ringen und kann meinen Partner umschmeißen. Das heißt, sogar aus Situationen wie der X-Guard, die eigentlich sehr Richtung Guard-Play geht, sehr Richtung Leg Entanglements, kann ich einfach anfangen zu ringen, wenn ich ja, einfach das Setting praktisch mir so überlege, dass ich sage, nee, heute wird nicht Guard gespielt, heute wird gerungen. Da kann ich aus fast jeder Situation anfangen, Wrestle-Ups anzugreifen und hochzuringen. Als nächstes schauen wir uns die X-Guard an, Leute. X-Guard ist traditionell eher eine Situation, wo wir sagen, okay, das ist jetzt typisch für Leute, die halt gerne Guard spielen, die jetzt von hier anfangen, Leg Entanglements anzugreifen und solche Geschichten. Aber auch von hier kann ich ringen. Was ich mache, ist, ich nutze hier die X-Guard, um Jonas ein bisschen off balance zu kriegen, ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen, kann jetzt hier meinen unteren Fuß platzieren und ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Von hier bin ich noch ein Tactical Stand-Up davon entfernt, hochzuringen. Er kann wieder kein Gewicht auf mich draufpacken, dafür sorgt mein unteres Bein und ich bin ratzfatz hier in der Situation, wo ich entweder ganz normal oben ringen kann oder auch einfach direkt hier einen Takedown shooten kann, um wieder nach oben zu kommen. Und so funktioniert auch die X-Guard als Guard-System, das eher Richtung Leg Entanglements geht, wunderbar zusammen mit Wrestle-Ups, wenn man einfach Bock hat, hochzuringen und in der Richtung Gas zu geben. Als nächstes schauen wir uns die Half-Guard an. Half-Guard auch eine Situation, wo man viel Druck auf mich machen kann, wo es vielleicht erstmal schwer erscheint, dass ich hochkommen kann. In diesem Fall nutze ich meinen Weg nach links weg, um ins Ringen reinzukommen. Ich brauche einen Underhook auf meiner linken Seite und werde gleich mit meinem linken Fuß mich hier einhaken, um mich auch so ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich komme also hoch mit meinem Arm auf meine Ellbogen. Von hier hake ich das Bein wie besprochen ein
und komme hier auf meine Knie in eine sogenannte Dogfight-Position. Von hier bin ich sofort wieder im Ring drinne. Ich kann von hier die Knie zugreifen, umzuschmeißen oder eventuell, wenn auch mein Partner eher ringfokussiert ist, dann kommt man hier auch vielleicht schon mal hoch und ist hier wieder direkt in einem Ringkampf drinne. Auf jeden Fall ist man aus dieser Guard-Situation, der Half-Guard, raus und kann wieder anfangen zu ringen. Und das war's auch schon wieder mit dem Video zum Thema Wrestle-Ups. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es von da dann weitergeht, also ein paar Takedowns braucht, schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Da gibt es viele weitere Tutorials zu Takedowns. Und falls es noch irgendwas gibt, was euch interessieren würde, was auf unserem Kanal nicht zu finden ist, dann sagt uns gerne Bescheid und wir machen vielleicht ein Video dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.